Hallihallo, ich bin die Anke. Ich sage nur einrichten, gestalten und Akzente setzen. Ich setze sehr gerne Akzente und zum Beispiel auch mit einem selbstgemalten Bild. Und ich würde euch jetzt mal einladen, wenn ihr Lust habt und auch selber gerne ein Bild, ein eigenes Bild an der Wand haben möchtet, dann geht es heute nicht ums Malen, sondern quasi um das Aufkleben. Und zwar auf einen Keilrahmen kleben wir filigrane Äste auf und dann haben wir ein super natürliches Kunstwerk. Und ehrlich gesagt, es ist doch was Tolles, wenn man was Eigenes an der Wand hängen hat. Also, ich zeige euch, wie es geht. Bleibt dran! Hier sind die Materialien, die wir für unser natürliches Bild brauchen. Also, da gibt es erstmal diesen Keilrahmen. Der ist von der einen Seite schon bestückt, sage ich jetzt mal, weil das ein Klebebild ist. So, und ich finde, man kann auch einen Keilrahmen von der anderen Seite benutzen. Also, da haben wir zwar diese Verstrebung, aber das sieht klasse aus, wenn man da quasi, ich habe jetzt hier einen Ast, wenn man diesen Ast hinterher so präpariert, dass der da drauf kommt und dann wäre das ganz schnell ein natürliches Bild mit einem Ast. Was wir noch dazu brauchen, ist eine Schere, um jetzt diesen Ast hier für das Bild fertig zu machen und hier diese Heißklebepistole. Mehr brauchen wir nicht. Und ich finde es immer ganz toll, wenn man mit einfachen Sachen eine große Wirkung erzielt und auch wenn man Sachen einsetzt, die man hinterher wieder umfunktionieren kann und dann hat man wieder was anderes. So, jetzt habe ich diesen Ast hier an der hinteren Seite, wo ich den aufkleben will, mit den kleinen Ästen freigemacht, damit der gut aufliegt auf diesem Keilrahmen. Ich mache mir das einmal im Trockenen, sage ich jetzt mal, lege ich mir das so zurecht, dann sehe ich genau, was ich noch wegschneiden muss. So, jetzt hätte ich hier die Auflage für den Kleber da und das reicht auch schon. Und ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, dass man jetzt einen Keilrahmen von der falschen Seite nimmt, aber ich finde, es sieht irre toll aus. So, und jetzt klebe ich das mal fest und dann sehen wir mal, wie das aussieht. Ja, hier haben wir unsere Bilder ganz schnell gemacht und natürlich, wenn ihr unterwegs seid und wieder schöne Äste seht, werdet ihr auch merken, dass die Äste eine ganz unterschiedliche Struktur haben und sucht euch das raus, was ihr besonders mögt. Ich finde diese filigranen sehr, sehr schön und man kann jetzt dieses Bild natürlich einzeln hinstellen, man kann es aufhängen, wenn der eine mag. Ich finde immer das Hinstellen ganz geschickt, umso schneller kann ich es auch wieder wegnehmen. Also zwei zusammenstellen sieht auch nicht schlecht aus und man kann natürlich auch dieses Bild noch in einem großen Format machen, dann wirkt es wieder anders. So, wenn ihr jetzt so ein tolles Bild quasi gemacht habt, und es muss ja keiner wissen, wie schnell und wie einfach das geht, dann setzt man bitte das Bild auch in eine richtig tolle Position. Und ich habe jetzt einfach mal diese Mandala-Kissen mir dazu gestellt, weil ich finde, diese frische Farbe sieht klasse zu diesem filigranen Ast aus. Und auch diese Mandala-Optik ist sehr, sehr erfrischend. Dazu jetzt einfach die Mandarinen. Die passen wieder zu den Kissen dazu. Ihr seht, ich bin immer für eine einfache Deko, die man auch geschwind wieder erneuern kann. Und vielleicht hat der ein oder andere auch noch ein Mandala zu Hause, tut es in einen Rahmen und stellt das dazu. Und dann hat das ganze Bild quasi einen Raum, der perfekt zu diesem Bild passt. Ja, also das war's eigentlich auch schon für heute. Und vielleicht war das auch ein Einrichtungsvorschlag, auf den du schon lange gewartet hast. Also, ich wünsche dir eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!